Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen verkackt. Ein paar Kreise malt, dann auf einmal mit der Hüfte, dann mit dem Bein anfängt, dann erst den Oberkörper irgendwie zum Schluss den Kopf. Und dann gibt es ein anderes Video, wo er das komplett anders macht. Und ich dachte mir so, mein Gott, ja, was ist denn jetzt das Richtige? Es sieht aus wie ein Affe gerade. Das sollte nicht so sein, glaube ich. Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die Motivation verloren. Hi Friends, Mina hier und es ist Sonntag. Das bedeutet eine weitere Folge der One Year Learn to Draw Challenge. In dieser Folge gibt es einiges an emotionalem Rant sowie einige interessante Erkenntnisse, die ich als Anfängerin im Zeichnen gezogen habe. Wenn euch also interessiert, worum es in diesem Rant geht und was diese Erkenntnisse sind, bleibt gespannt bis zum Ende dabei. Ebenfalls werde ich noch zum Ende so einige Erkenntnisse ziehen, ob sich nach 3 Monaten des intensiven Übens meine Zeichnungen verbessert haben oder nicht. Aber ich gebe schon mal einen kleinen Spoiler, denn sie haben sich ziemlich verbessert. Starten wir also direkt in die ersten Szenen. Ich habe mir einen Plan gemacht für den März. Und das alles in ein Notizbuch geschrieben. Weil ich nämlich irgendwie bemerkt habe im Februar, dass ich den Arsch nicht hochkriege. Und deswegen gehe ich diesen Monat ein wenig strukturierter heran und habe mir im März alle Tage aufgeschrieben, an denen ich auf jeden Fall Zeit haben sollte für Übungen und die auch nochmal so ein bisschen unterteilt, dass ich so ein bisschen Pause zwischendrin habe und aber auch nicht jeden Tag mit allen Übungen, die für den Monat angesetzt sind, verbringen muss, sondern so ein bisschen Abstand zwischen allem ist. Deswegen werde ich jetzt damit starten und heute ist eben der erste Tag, der 6. März. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Hallo, ich bin's hier am Ende am Mikrofon. Ich habe bereits gerade meine Gesture Drawings gemacht. Nun ja, auf jeden Fall zeichne ich jetzt bei einem Video von Mark Brunet mit How to Draw Simple Anatomy heißt das Video. Ich werde das mal hier verlinken. Das sieht aus wie ein Affe gerade. Das sollte nicht so sein, glaube ich. Es sieht nicht so aus wie bei ihm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht. Ich finde ganz komisch, wie er rangeht. Also eine Struktur. Ah, ich bin gerade echt unsicher, ob ich mit dem Video weitermachen soll, weil. Ich bin gerade wirklich unsicher, ob ich mit dem Video von dem Marc Brunet. Was auch immer, fortfahren soll, weil ich bin gerade gar kein Fan von seiner Herangehensweise, wie er seine Mannequins zeichnet. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt nur aufgrund dessen ist, dass das halt, ja, so ein Skip-Through-Video ist. Weil es kommt mir so unstrukturiert vor, ich weiß nicht, irgendwie. Vielleicht sieht man es hier so ein bisschen, ist ein bisschen blöd wahrscheinlich im Licht, aber. Hi, ich bin hier aus der Zukunft. Ich hatte einen Job und habe ihn verkackt. Ignoriert also einfach das, was nicht zu sehen ist, weil dieses Blatt einfach komplett überbelichtet ist. Also vergessen wir das. Am Ende erkläre ich sowieso, was das Problem war. Okay. Ja. Er fängt mit dem Kopf an, okay, und mit den Measurements, das ist auch in Ordnung. Dann fängt er mit dem Torso an, das ist ja auch alles normal und richtig so. Und irgendwie aber, wie er halt dann auf einmal das Becken anfängt zu zeichnen, war mir nicht ganz klar halt, in was für einem Abstand zu dem Rest des Oberkörpers. Dann hat er auch irgendwie erstmal dann die Oberarme angefangen, dann die Hände weitergemacht und das dann verbunden und genauso irgendwie auch mit den Knien. Und man sieht jetzt schon, dass es bei mir komplett nicht proportional ist. Also der Oberkörper ist viel zu lang. Irgendwie komme ich mit seinem Video gerade nicht gut klar. Also ich wüsste danach jetzt nicht, wie ich an andere Referenzen rangehen sollte. Schwierig. Es ist einfach vielleicht nicht für mich gemacht. Vielleicht hilft es anderen, aber für mich ist das irgendwie nichts gerade. Schade. Ich habe jetzt ein bisschen nach weiteren Videos, Anatomie-Videos geschaut und mich dazu entschlossen, weiterhin meinem liebsten Tutorial-Zeichen-Kanal zu folgen. Und zwar Chomang Drawing. Verlinke ich auch sehr gerne wieder. Der Kanal hat mir wirklich in meinen Anfängen super doll geholfen. Und ich finde sie auch sehr einfach. Und ich denke mir so, ganz ehrlich,
schwieriger kann man es sich am Ende immer machen. Hauptsache, man kriegt halt die Basics am Anfang hin. Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die Motivation verloren. Also habe ich mich entschlossen, werde ich einfach Face Studies machen in meinem neuen Skizzenbuch und werde dann spätestens Mittwoch mich auf jeden Fall wieder an die Anatomie ransetzen. Versprochen. Das ist ein kleines Update heute am 8.3. So wie ich es in meinem Notizbuch niedergeschrieben habe, habe ich mir heute vorgenommen, Übungen zu machen. Und ich habe alles gemacht, was ich mir aufgeschrieben habe. Und ich bin ziemlich stolz auf mich, weil ich hatte eigentlich gar keinen Bock heute. Es war so ein bisschen die Luft raus, weil ich in den letzten Tagen echt viel geübt habe und gestern auch den ganzen Tag gemalt habe zusätzlich. Genau, ich habe aber den ganzen Tag so ein bisschen an einer Zeichnung gekribbelt. Ich muss sagen, ich habe hier wirklich nur Line Art gemacht. Was ist schon sehr spät und ich habe das richtig machen wollen irgendwie. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sehen wird hier in diesem Licht. Dann habe ich ebenfalls Gesture Drawings gemacht. 4 anstatt 5. Ganz ehrlich, aber einfach nur, weil ich zuvor war, den 5 zu machen, weil er nicht mehr aufs Blatt gepasst hat. Oh, es ist so ein Kacklicht hier. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt die Lichtverhältnisse nicht wechseln. Ja, auf jeden Fall habe ich die gemacht und ich habe mich jetzt, ich war wirklich fertig, aber ich dachte mir so, egal, ich werde mich jetzt einfach an ein Video für die Anatomie noch setzen. Und das habe ich gemacht von Schumann und ich habe mir jetzt ein kurzes Video von 15 Minuten von ihm angeguckt und so ein paar Oberkörper gemalt. Und auch wirklich mit den Armen, aber diesmal, weil ich da auch gemerkt hatte, dass es schon eine Schwäche von mir war. Den Oberkörper habe ich irgendwie hinbekommen, sah auch eigentlich ganz vernünftig aus. Aber sobald es dann zu den Armen kam, war das so eine Gamble-Sache, ob ich das hinkriege. Deswegen habe ich mich dem jetzt erstmal angenommen. Also immer erstmal, finde ich, die Schwächen angehen. Und wo du merkst, du hast Probleme, dann geh dieses Problem an. Wenn du aber merkst, dass den ganzen Körper zu zeichnen ist ein Problem, dann weißt du ja sowieso nicht, wo du anfangen sollst. Deswegen fang irgendwo an, was machbar ist. Und für mich hat es einfach Sinn gemacht, von oben nach unten zu gehen. Ganz ehrlich, für mich macht es nicht Sinn, irgendwie mit dem Unterkörper anzufangen, also wenn ich den Oberkörper nicht malen kann, weil ich werde nicht einfach nur Beine oder Booties oder so mal. Also, wisst ihr, hat für mich mehr Sinn gemacht. So. Genau. Ich habe also meinen freien Tag sehr produktiv genutzt. Und ja. Hello, hello. Ich habe ein kleines Update. Und zwar haben wir heute den 15. März. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen verkackt. Ich habe einen Tag ausgelassen. Und zwar den 10. März. Da hatte ich eigentlich aufgeschrieben, dass ich da entweder Porträt Studies mache oder Gesture Drawing und How to Draw the Body. Aber das Leben spielt halt manchmal einfach nicht mit und ich hatte einen echt Kacktag. Da konnte ich mich einfach gar nicht zusammenraufen, das zu machen. Aber nicht schlimm. Ich habe dann mich dazu entschlossen, das doch nachzuholen heute. Also heute steht auf dem Plan die Szene in der Two-Point-Perspective, sorry. Und dann werde ich das vom 10. nachholen. Von daher, we are fine. Ich radiere das ein bisschen aus. Das kann ja mal passieren, aber das Wichtigste ist, dass man weiter dran bleibt und dann nicht aufgibt. Nur vielleicht weil ein oder zwei Tage nicht so funktioniert haben, wie man gedacht hat. Jo, das war's eigentlich vom Update. Ich fange gleich an zu zeichnen. Nehme jetzt aber noch einen kleinen Sip von meiner wunderschönen, selbstgemalten Tasse. Ja, ich war letztens beim Keramikmalen und habe diese Tasse bemalt. Komplett anders geworden, als ich es im Kopf hatte, aber es ist okay. Fürs erste Mal bin ich eigentlich ganz happy damit.
Hello. Oh mein Gott. Meine Augen sehen crazy blau aus, einfach mit diesem direkten Licht. Gleichzeitig sehe ich auch sehr glänzend und rot aus. Aus einem etwas komischeren Winkel diesmal. Ich melde mich wieder zurück. Ich habe gerade vorhin ein bisschen noch erklärt, was ja heute mein Ziel war. Und hatte auch einen kurzen Rant gemacht, den ich jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr mit reinmache, weil ich eine neue Erkenntnis gefunden habe. Und zwar hatte ich so ein bisschen drüber gerantet, dass ich einfach nicht verstehe, wie man es unter diesen ganzen Videos und diesen ganzen Möglichkeiten schaffen soll, genau eine Technik zu finden beim Zeichnen, die für einen funktioniert. Also mit den Gesichtern ist es halt eine Sache, weil das Gesicht zu zeichnen ist halt irgendwie begrenzt. Irgendwann ist halt auch Schluss. Also klar gibt es die verschiedensten Arten von Gesichtern. Also Nase, Mund, Auge, Haare, generell das Gesicht. Die Gesichtsform kann komplett verschieden sein. Was noch viel schlimmer ist, ist aber natürlich der Körper. Ich muss sagen, diese Gesture Drawings haben mir anscheinend wahnsinnig viel geholfen. Weil ich habe jetzt nämlich, ich sag mal, dieses ganze Körperzeichnen und Gesture Drawing komplett irgendwie, auch wenn es vielleicht komisch klingt, aber nicht zusammen betrachtet. Weil alle Künstler, die irgendwie auf eine Art, ja, ich sag mal, so How to Draw the Body Videos machen, haben alle eine komplett andere Herangehensweise. Und sogar mein, ja, der YouTuber und der Kanal, auf den ich also für mich persönlich immer sehr geschwört habe, der Choman Drawing, selbst da war ich so ein bisschen lost jetzt, was so die ganzen Körperzeichnungen anging. Weil das für mich so willkürlich gewirkt hat. Es hat für mich keinen Sinn gemacht, wenn man da irgendwie ein paar Kreise malt, dann auf einmal mit der Hüfte, dann mit den Beinen anfängt, dann erst den Oberkörper, irgendwie zum Schluss den Kopf. Und dann gibt es ein anderes Video, wo er das komplett anders macht. Und ich dachte mir so, mein Gott, ja, was ist denn jetzt das Richtige? Und am Ende musste ich mir wieder in den Kopf rufen, ey, ich muss hier nicht probieren, irgendjemanden zu kopieren oder irgendwas genauso zu machen wie jemand anderes. Die Hauptsache ist, dass ich nichts Falsches lerne. Und das war mal so ein bisschen meine Angst, wenn ich halt mich nicht komplett und hundertprozentig an einem Video zum Beispiel orientiere, am Anfang, nur am Anfang natürlich, dann lerne ich Sachen falsch. Aber ich habe da, glaube ich, auch so ein bisschen meine Fähigkeiten einfach unterschätzt oder mir so ein bisschen zu wenig Selbstvertrauen gehabt, weil am Ende mache ich jetzt schon, also ich bin schon im dritten Monat, wo ich auch diese ganzen Gesture-Drawings mache, reine Gesture-Drawings, und am Ende habe ich da erstmal nicht so viel gemerkt, dass das jetzt irgendwie viel hilft, aber ich meine, ich habe ja auch keine Mannequin-Drawings gemacht in den Wochen, war ja auch nicht angesetzt, dass man den Körper zeichnet, sondern jetzt erst. Ich habe dann auch jetzt gemerkt, dass das doch was gebracht hat, weil ich verlinke euch das, welches Video ich hier gerade angegangen bin. Es ist How to Draw a Body von Choman Drawing. Ich habe das halt angefangen und ich dachte so, ey, ganz ehrlich, ich probiere jetzt einfach diesen Körper zu zeichnen, wie ich versuchen würde, also wie ich das machen würde und nicht wie Choman Drawing, sorry, ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber wie der Künstler vom Kanal das halt macht, sondern wie ich es halt machen würde. Und zwar jetzt auch nicht einfach willkürlich, sondern mit Grundlage dessen, was ich halt schon gelernt und geübt habe, und zwar die Gesture Drawings. Ich meine, die sind ja nicht einfach ohne Sinn. Das ist ja nicht einfach nur, damit du eine Art des Zeichnens irgendwie, das irgendwie schön machst, und dann gebrauchst du das gar nicht am Ende für die eigentlichen Körperzeichnungen so. Also bisher habe ich halt keine YouTube-Videos gesehen, dass die Leute angefangen haben mit Gesture Drawings. Vielleicht ist es halt auch eine Sache, die du dann im späteren Verlauf, wenn du irgendwie Richtung Profi gehst, auch gar nicht mehr brauchst. Das ist dann halt aber so schwierig, weil die Künstler zeigen natürlich dann, wie sie halt jetzt zeichnen, aber das kann halt für vollkommene Beginner irgendwie komisch sein, irgendwie nicht selbst erklären, was dann vielleicht ein Schritt davor noch ist. Und deswegen habe ich erstmal angefangen, so zu zeichnen, wie als würde ich halt ein Gesture Drawing machen. Mit meiner Line of Action und dann ganz grob skizziert, aber sehr flowy, wie der Körper halt ist. Und dann darauf bauend er die Bausteine des Körpers. Und das hat für mich so funktioniert. Und vor allem angefangen mit dem Kopf, den erstmal zu skizzieren. Weil ich habe in einem anderen Video zum Beispiel gesehen, dass der Kopf zuletzt kam. Damit konnte ich zum Beispiel gar nichts anfangen, weil ich mir dachte, ey, wenn ich den Kopf zuletzt mache, ist er irgendwie hier vom Körper, weil ich das so einfach nicht einschätzen kann von unten nach oben. Ich brauche das von oben nach unten. Das macht für meinen Kopf einfach mehr Sinn. Und ja, deswegen habe ich das so gemacht und super, super langes Gebrabbel, aber ich fand das jetzt super wichtig, nochmal irgendwie auszudrücken, dass leider, wenn man sich Videos anguckt, es einfach sein kann, dass man da einfach, egal wie viel es gibt, auch trotzdem nicht das Richtige findet. So, und das möchte ich einfach nur so ein bisschen mal gesagt haben, dass Sachen, die man üben kann, wo man jetzt keine, ich sag mal, Unterstützung oder Hilfe braucht, wie eben Gesture Drawings, also vielleicht ganz kurz, ne, ich habe ja auch ein paar Videos da
reingezogen. Aber später kriegst du irgendwie so ein Grab dafür, wie das halt funktioniert. Und das war einfach schon so eine gute Basis. Und wenn ihr irgendwie so Sachen schon übt und ihr irgendwie damit vertraut seid und das sich langsam gut für euch anfühlt, verwerft diese Sachen nicht, dann bindet sie ein, entwickelt sie vielleicht dann einfach weiter, weil, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, das Schwierigste, einfach Übungen dann wirklich in die richtigen Zeichen mit einzubinden. Wenn du die ganze Zeit Boxen, Zylinder und sonst auch irgendwas zeichnest, die aber dann am Ende nicht in deiner Zeichnung einbindest, wozu hast du dann geübt? Und das muss ich mir jetzt selber so ein bisschen bewusst machen auch, dass diese ganzen Übungen sollen ja am Ende, sind ja alles Teile am Ende eines Ganzen und die sollst du ja dann irgendwie zusammenfügen können. Und es war so ein bisschen so ein Aha-Moment für mich. Ja, genau, und deswegen, das wollte ich jetzt nochmal kurz zeigen. Ich habe, wie gesagt, angefangen mit dem Video und habe dann pausiert, habe mir einfach diese Vorlage, also das Bild, was er rausgesucht hat, habe ich halt auch einfach gemalt und gezeichnet, wie ich jetzt dachte, wie ich es machen würde. Und ich finde, es hat sehr gut funktioniert. Und da auch nochmal ganz wichtig, das heißt jetzt auch nicht, dass es perfekt geworden ist. Ich weiß jetzt schon, wo ich ein paar Sachen, also ein bisschen Fehler gemacht habe. Zum Beispiel den Bauchbereich, den habe ich zu lang gezogen. Und das ist dann halt wichtig, dass man dann einfach nochmal reflektiert. Vor allem, wenn man halt eben nicht dann einem Tutorial gefolgt ist. Vielleicht ist auch Vergleich dann einfach mit der Skizze von dem Künstler dann. Was hat er anders gemacht? Und das dann vielleicht im nächsten Step zu integrieren. Oder eben, was habe ich für Fehler gemacht? Das werde ich dann noch machen. Ich werde mir dann noch so Notizen bei anfügen an der Zeichnung und werde das hoffentlich das nächste Mal integrieren können. Aber ich bin overall halt echt happy mit meiner ersten Zeichnung dann geworden, weil ich war erstmal ein bisschen im Verzweifeln. Das sah ganz komisch aus alles. Als ich halt probiert habe, genau das so zu machen wie er im Tutorial, weil ich das, wie gesagt, aufbauend auf den Skills, die ich mir jetzt schon angeeignet abgemacht habe. Und ein bisschen losgelöst von diesem Tutorial, lief es auf einmal super. Ich weiß nicht. Und das finde ich echt toll, weil dadurch siehst du auch wirklich, was für einen schon Fortschritt du gemacht hast. Genau, das ist jetzt hier meine Figur. Und das ist, wie gesagt, die erste richtige Figur, die ich halt seit überhaupt gemalt habe. Also ich habe halt immer wieder ein paar Übungen gemacht zum Körper. Ein paar Scribbles in meinem Zeichen Blog, den ich halt immer unterwegs habe. Da bin ich echt happy drüber. Und wow, okay, ich habe jetzt echt lange gelabert. Ich hoffe, ihr seid noch da und nicht eingeschlafen. Und ja, okay. Das habe ich also gemacht und ich muss immer noch mein Two-Part-Perspective-Bild malen. Aber das werde ich auch noch hinkriegen. Ich bin so, so happy, sagen zu können, dass ich eine wahnsinnige Verbesserung meiner Zeichnungen spüre. Nicht nur in den Face Studies, wo ich euch hier mal noch so ein bisschen einblenden werde, was ich im April noch so gezeichnet habe, sondern eben auch in den Körper Studies, wie ihr in meinen ganzen Rants im Video jetzt gesehen habt. Manchmal braucht es halt einige emotionale Ausbrüche, um so einen Aha-Moment zu bekommen. Und genau das ist mir passiert. Deswegen werde ich auf jeden Fall alles, was ich in diesem Monat gelernt habe, in den nächsten Zeichnungen versuchen mit einzubinden. Ich gebe noch einen kleinen Ausblick für euch für den April, denn ich bin so gespannt, was auf mich zukommt. Denn es wird ein bisschen messy und es wird ein bisschen rumgeknetet. Was also passieren wird und wie am Ende das Resultat ist, weiß ich selber noch nicht. Wenn es euch aber interessiert, würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und diesem Video auch ein Like gebt. Und ja, ich wünsche euch schöne Ostern, die schon vorbei sind wahrscheinlich, wenn einige das Video sehen. Ich wünsche also allen trotzdem eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann im nächsten Video.